Hi Leute, ich will euch mal was Komisches zeigen. Moment. Diese blöde Kamera. Sorry, diese Klappe will nicht wieder aufheben. Kannst du mal kurz die Klappe halten? Na klar. Gut, kannst du mal in die Jackentasche packen? Gut. Ja. Okay. Also Leute, die haben wohl krasseste ever gemacht. Seht euch das an. Was ist hier wohl passiert? Wir haben die Bäume einfach abgeholt. Einfach abgeslottert. Du Scheiße! Was stand drauf? Für mehr Ressourcen stand auf einem Plakat drauf. Wo? Zeig mal. Das hast du vorgelesen gehabt vorher. Der stand da als auf weite Risse geschlossen. Genau, und für mehr Ressourcen, wenn man das Kleingedruckte liest. Oh, jetzt will ich nochmal gucken. Kommst du mit, wir haben mal Zeit. Ich hab zumindest so gut gewaltig. Für mehr Ressourcen? Was denn hier in der Autobahn? Wollt ihr für den Autobahn durchbauen oder was? Ja, die Schnellstraße. Ist der wirklich für mehr Ressourcen? Also steht nochmal auf. Haltet nochmal auf, ist der wirklich für mehr Ressourcen? Dieser Park ist für weiteres gesperrt. Aber ich stehe nicht so mit Ressourcen dran. Das kann man noch dazu sagen. Ach so, ja. Das ist doch hier, als ob man hier für mehr Ressourcen hätte. Ja. Zu wenig Holz hätte, zu wenig Holzressourcen und das abgeholzt wird. Ja, ja. Wir haben das Shit jetzt nicht gezeigt, weil Leute manchmal nicht sehen wollen, aber. Ja. Alter, hätte man das alle, what the fuck? Die armen Bäume, die wollen doch auch mal leben. Nein, ich. Tweekiller TV! Tweekiller TV! Die Baumkiller sind zurück! Haltet die Liga auf, bevor sie die ganze Welt abholzt! Ja! Was soll da eigentlich hinkommen? Autoparkplatz, Autobahn, A14. Ich vermute ein Autoparkplatz. Dann wollen sie die Straße nicht erneuern. Ja. Die alte Landstraße. Das natürlich. Wie billiger wäre es, hier den Wald abzuholzen. Ja, aber ich meine schon Wahnsinn. Dafür mehr Holzressourcen. Und zum anderen ist das für die Bäume natürlich blöd. Ja. Ohne die Bäume kriegen wir keine Sauerstoff. Das ist das Blöde. Au, und jetzt habe ich mir einen Schneetropfen in die Augen eigentlich. Was hast du bekommen? Regentropfen in die Augen. Schnee. Ach so, ja. Ist ja Wahnsinn, ey. Der arme Park. Oh. Genau. Den Baum haben, oberen haben sie noch stehen lassen, Alter. Ja, das kann man aber berechnen, dass das nicht passiert, wenn man einen richtigen Stockwinkel hat. Ja. WTF, ey. War schon witzig. Wurde mit der Kettensäge gemacht. Wurde eine Kettensäge, eindeutig. Mit Äxten. So, dann verabschieden wir uns, Leute, bis später. Leute, Spider-Key und sein Freund auf dem Rückweg. Immer noch Parks lautern. Ja. Einmal rundherum sind wir gewandert, nur weil dann die Hälfte konnten wir nicht mehr durch. Nee, da war ja wirklich automatisch gesperrt. Ich hab eine Idee. Zeig das mal, ich stell mir ein bisschen weiter weg, jetzt hältst du das Schild nochmal hoch. Ja. Wenn du dann nicht so nah ranne filmst. Boah, ist so rutschig hier. Das ist echt traurig, die ganzen Bäume. Happy Tree Slaughter! Happy Tree Slaughter! Kennst du Happy Tree Fans? Ja. Die Bäume waren die Happy Tree Fans. Die Ketten. Happy Trees, Leute, aus. WTF. Was soll das sein, Leute? Bisschen nur ein Schneefilm. Yay, Snowman. Ist ja voll, Alter, ja, die Vögel haben uns schon alle ab, ey. Ja. Sind schon alle Escape to the Birds, Alter. Ja, he. Human destroys the nest of the birds. Also Nest kann ich nicht auf Englisch, aber. Ja. Okay. So, jetzt halt nochmal schnell. Guck mal, da hinten haben so Bäume abgeschlottert. Ja. Ja. Voll gekillt. Ja. Halt mal, kannst du auch mal schnell chillen. Ich will wissen, ob der wirklich für Ressourcen steht. Nö. Nee. Naja, Leute, bis dann. So, also was wir sonst reden über Lego?
Ja, wir haben gerade das Thema schon, dem man nicht spricht. Jurassic World kommt bald raus im Mai. Oh, ich will Lego Minecraft haben. Lego Minecraft sind eigentlich Dorfbewohner. Die Villagers. Mhm, da sind die eigentlich draußen. Ja, dann kommen auch die Zombies, dann machen alle Villager tot. Dann kommt der Eisengulle und macht die Zombies tot. Was ist denn? Tut das Minecraft. Wisst ihr, wie Minecraft abgekürzt wird? Wisst ihr, wie Minecraft abgekürzt wird? CC. MC. Wisst ihr schon, dass ich ein 9-Jähriger habe, den Minecraft umgebracht hat? Hm. Schon krass, ja. Ja, weil die Wien die Minecraft gelebt haben. Nee, er dürfte in so einen Server nicht mit rein. Aber wir reden jetzt auch nicht drüber, okay, auch noch bloß Ärger. Wollte ja bloß mal so kurz ansprechen. Ja. Ja, aber wie gesagt, guck mal, kriegen noch neue Lego-Steine zugesendet, ja. Mhm. Brandneue Legos, die sind sehr neu. Nein, das sind Legos aus DDR-Zeiten. Lego Kreativ. Nee, Lego Classic bekomme ich. Ah. Oder ich bekomme Lego Erich von Nickerverse. Aus DDR-Zeiten. Ja, auch witzig. Lego Kling. Naja, es gibt ja auch. Welche Lego fand ich gefunden? Bald können wir ja nicht, weil das ja da Baugebiet ist. Nee, gehen wir den Weg da, wieder da daran vorbei. Okay, und dann wieder zurück. Genau. Ich glaube, der Park wird zerschrottet. Ja. Der lebt nicht mehr lang. Ja. Der Park geht den Bach runter. Nur für die Ressourcen, weil es Winter ist. Ja. Oder für sinnlose Möbel, die keiner kauft. Der Park ist zerstört, der Park lebt nicht mehr. Und es wird so schon abgerissen. Mhm. Der Park ist. Warte mal. Müssen eine bessere Kamerasicht. Der Park ist zerstört, er lebt nicht mehr. Ist ganz kaputt gemacht worden. Für die Ressourcen, für Möbel, für Feuer, Holz. Ganz im Park haben sie abgeslottert, Alter. Ja. Die Bäume sind tot. Jetzt können die nicht mehr wachsen. Ja. Doch, daraus können Pilze wachsen. Ach, Mushrooms! Ja, jetzt Super Mario-Futter. So nennt man Pilze immer, wie ist das? Was? Kleine Tobi. Wir wissen, ob meine Kamera sich so beschissen ist. So, jetzt. Bisschen langsamer gehen. Hier, ach, wieso schon, warum? Meine Lampe war noch an. Ah. Ja. War ja schon Wahnsinn, was sie draus gemacht haben, ey. Ja. Der ganze Park ist kaputt. Haben sie GTA gespielt? Ja. GTA Chainsaw Wars. Sie haben mit Granaten und Ketten irgendeinen Park abgeholt. Ja. GTA Chainsaw Wars. Ein schönes... Ja, haben sie schon Augen drin gemalt. Alien-Bäume. Aliens. Ja. Aliens V-Attack. Ja. Eine dicke Einfahrt vor. Tja, die Bäume sind voll TOD. Und ich meine, sie tot aus Super Mario. Ich meine das wirklich, die sind tot. Ja. Tja, das waren mal lustige Bäume. Ja. Die sind alle schon verstorben. Ja, ich hab mir den Baum auch abgesägt, endlich. Ja, so schönes Holz. Kann man sich aus Minecraft Wattblöcke machen. Ja, mal sehen, was hier mal wirklich Minecraft nachsimulieren kann. Halt mal kurz die Dinger fest. Warte. Mal gucken. Nee, kommt keine Risse. Kann man nicht nachsimulieren. Schade. So die Minecraft, so die Minecraft hat mir eine Mail. Ich habe so einen Pappkarton gefunden, dann sagt man so. Bing, 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 bing. Minecraft Hand. Ja. Schon witzig. Wollen wir da lang gehen? Da ist keiner. Nein, danke. Lieber nach da lang wieder zurück. Okay. Kann man nochmal die abgeschlachteten Bäume sehen. Tja, Creeper, ihr habt alles kaputt gemacht. Ja. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr verstecken vor den Typen mit Diamantrüstung. Jetzt könnt ihr euch nicht mehr verstecken. Komm, mit Pfeil und Bogen und bringen wir den ganzen Creeper um, oder nicht? Einfach Pfeil und Bogen. Und alle weg. Und die Zombies können sich nicht mehr verstecken. Dann müssen wir die Geräusche machen. Nee, Zombie. Mehr aber auch nicht, oder nicht? Ja. Ja.
Tja. Was hier mal hier draus bauen? Ein Super Mario Palast und Super Mario 64. Dann kommt Bowser zu uns. Wisst ihr, wem der denn entführt? Haben wir den Bowser denn entführt? Immer wieder Pete. Und Andy Pipkin, dass er jemand den er verprügeln kann. Ja, ich weiß. Die Schnauze, Andy. Ja, ich weiß. Das ist immer so, ja, weiß ich. Oder Vicky Pollard. Die wird den Bowser auch entführen können. Die schmaut immer so schön rum. Kennst du die? Die fällt aus Little Bitten? Ja. Halt die Fresse, sagt jemand so denn. Ja. Ja, aber nein, ja, aber nein, ja, aber nein, ich weiß nicht, weil ich nicht voller bin und man in die Stür wiederkommen. Ja, aber nein, ja, aber nein, ja, aber nein, ja, aber nein. Nein, aber ja, nein, aber ja. Ja, aber nein, ja, aber. Nein. Das geht auch. Aber Vicky Poller sagt ja immer, ja, aber nein, nein, ich war das nicht. Nein. Oh, der Schild haben runtergeschmissen. Komm, wer dran schuld ist. Schwerkraft. Ja. Schwerkraft ist dran schuld. Schwerkraft existiert nicht, wir können eigentlich schon alles fliegen. Yo! Kreativ Mod in Minecraft. Ja. Ein bisschen Kreativität in Minecraft. Ist doch auch echt angebracht, nicht wahr? Ja. Ja. Ja, aber nein, meine Minecraft ist ein Spiel, da ich auf der Kontrolle. Und jetzt sind wir von der PlayStation 5. Kommt jetzt wirklich raus, die PlayStation 5. Mhm. Kommt jetzt wirklich raus, Alter. Ja, im Dezember. Hey, mit dem neuesten Spiel, Vicky Pollard Wars. Alle Passanten anschnauzen. Ja, aber nein. Stell dir vor, dem Vicky wirklich ein Spiel, Vicky Pollard vorkommt. Little Britain, das Spiel, das wäre auch geil. Oder nicht? Ja. Speziell erst das Andy Pipkin. Da hast du so, ja, aber ja, ich weiß. Ja, das zweite Level ist Vicky Pollard. Haben wir im letzten Level. Sind Bestien. Ja. Der mit dem Premierminister. Haben wir, wie der in dem Spiel aussieht. Maschinenknarre und Gangstermaske. Ja. Dann sagt er so. Ramat Andy für eine Waffe hat. Hör ich sein Wort? Er hat einfach nur. Andy Pipkin hat einen Knüppelprügel. Ramat Vicky Pollard hat. Stand MG. Ja. Wie soll die meine? Ein G-Stück etwas. Nee, Stand MG, statt Maschinengewehr. Ja. Dann rennt dieser Ramat. Rennt Vicky Pollard zu Amot, ey. Ja, blöde Böten. Ja. Und dann sagt Vicky Pollard. Nee, du weißt du was? Du musst alle Gegner in Little Britain besiegen im Spiel. Sehr so Andy Pipkin, du musst mit Knüppel besiegen. Dann Vicky Pollard, dann das letzte Sebastian, der von dem Premierminister, der Endboss. Dann kommt ihm so ein Spiel, so eine Story. Da sagen dann so, oh mein Gott, ich bin von Little Britain erobert worden. Sämtliche Besatzungszonen dieser Little Britain Schauspieler. Und dann auf einmal. Rahmen wir, wenn London in der Endboss ist. Sebastian. Wer auf Edinburgh oder in Boston in Schottland. Die Pipkin. Auf Wales ist es Vicky Pollard. Geht da so viele Gegner. Und dann kommt noch Bubbles de Vier. Rat mal, wo die Endboss ist. Bubbles de Vier ist am Cardiff Tunnel der Endboss. Passt ja nicht durch. Die Bubbles de Vier, Alter. Mein Name ist Bubbles Darling und das kenne ich von Little Britain. Also Little Britain ist schon cool, ja. Mein Name ist Bubbles, ich komme aus Little Britain. Guckst du auch mal Little Britain auf Comedy Central? Nein, ich hab das doch nicht. Ich hab keinen Fernseher. Du hast keinen Fernseher? Nein. Ach du Scheiße. Ich hab keinen Fernseher, ich kann nur CD gucken. Das ist ja traurig. Hör mal hier, das Hauptquartier von Little Britain. Ja, ich weiß. Schön. Hier wohnen sie, hier hat hier der zweite Vicky Pollard zerlegt und Bubbles Sevilla. Sie haben beide Catchen gemacht. Wer ist besser am Catchen? Vicky Pollard versus Bubbles Sevilla. Und hier wohnt Andy Pipkin drinnen. Ja, ich weiß. Hast du deine Stimme? Ja, mach verstehen. Ja, ich weiß. Hörst du, er redet die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Alter, der scheiß Ort ist verflucht, Alter. Ja, weiß ich.
Guck mal, die wollen das Haus schon abreißen, weil Amy Pipkins so Nerven tut. Oh ne, hört man nicht ernst in Stadt rum reden. Der redet da so, ja, ich weiß. Und dann kommt immer den Vicky Pollard an und macht wieder einen catchigen Attack, Alter. Und Jorin, der ist auch lustig. Ja, wir müssen nochmal. Ja, ich weiß. Hörst du? Hier, Andy Pipkin ist unterwegs. Jetzt ruft er wieder. Wo bist du? Ist doch voll geil, Alter. Ja, ich weiß. Der Geist von Andy Pipkin. Ja, hier waren mal die erfolgreichen Häuser von wie ist der Little Britain? Von, wie hieß denn der Typ? Amtspark. Nee, der eh noch Little Britain, der mal dachte, ich bin der einzige Schwule im Dorf. So ein Typ gibt's ja auch in der Serie. Wie fällt sein Name jetzt aber nicht hin? Patrick? Nee, der hieß irgendwie anders. Gustav? Nee, irgendwas mit Thompson hieß der. Jack Thompson. So ähnlich. Mike Thompson. Warte mal, liegt der Name auf der Zunge, aber ich weiß nicht genau, wie der heißt. Thompson Schreddy. Nee, auch nicht so. Schrei. Ah, nicht drüber reden, das ist ein Thema, andere Sache. Ich weiß nicht, wie der gerade hieß. Dafür Thomas, so hieß der. Dafür Thomas, so hieß der. Ja. So hieß der Typ in Littlebitten. Dafür Thomas. Er sagt immer so, ich bin alles hier schwul im Dorf. Hat er immer so in der Serie, dafür Thomas. Der hat der Sendungslager gebaut. Und rat mal, wer auf den Schienen rumläuft. Rat mal, wer. Weiß ich nicht. Mir wieder hieß. Auf den Schienen läuft immer, kennst du Maggie, wie hieß die? Maggie Blackamore, die immer kotzen tut bei Little Bitten? Ja. Kennst du die? Ja. Die läuft auf den Schienen und kotzt immer den Schienen vor ihr. Sagt immer so, oh mein Gott, jetzt kommt die von diesem Start. Ja. Gut. Dann sagen die immer so alle, oh mein Gott, der darf ist Thomas unterwegs. Ja. Gut. Okay.